Der französische Schauspieler Alain Delon ist tot. Wie seine drei Kinder mitteilten, starb der legendäre französische Filmstar im Alter von 88 Jahren in seinem Haus südlich von Paris. Er sei im Kreise seiner drei Kinder und seiner Familie friedlich eingeschlafen. Die Filmlegende war nach mehreren Schlaganfällen schwer krank. Seit Monaten lieferten sich seine drei Kinder einen heftigen Streit darüber, wo und wie ihr Vater behandelt werden soll. Alain Delon war in den 60er und 70er Jahren durch Filme wie Der Swimmingpool mit Romy Schneider und Borsalino mit Jean-Paul Belmondo und Der Leopard von Luchino Visconti berühmt geworden. 2019 wurde er beim Festival in Cannes mit der Goldenen Palme für sein Lebenswerk geehrt.